Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endral. Wir waren letztes Mal in Flussheim und wollten für Tahutis und keine Ahnung, sorry für die Aussprache, dieses Schönheitselixier aus der Klarwasserhöhle finden. Jetzt muss ich aber kurz nochmal auf die Map schauen. Ja, genau, das dachte ich nämlich. Ich stehe völlig verkehrt. Okay, also müssen wir wahrscheinlich durch Flussheim durch. Gehe ich mal stark von aus. Und dann müssen wir mal gucken. Wir gehen mal Richtung Ark. Ist vielleicht das Beste. Ist ja, glaube ich. Ich glaube, wir sind sogar schon mal an der Höhle vorbeigelaufen. Ich bin nicht irre. Wo wir mit Jaspers erst schon mal Richtung Ark gelaufen sind. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, okay. Jetzt sind wir richtig. Wie gesagt, meine Verpeiltheit. und falls es auffällt, nicht wundern, das ist noch ein anderes Aufnahmeprogramm, was ich jetzt mal testen möchte. Um zu sehen, wie sich das ergibt oder ob es Unterschiede gibt zwischen den beiden. Oh Gott, wie gesagt, ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut. Aber das werden wir dann sehen. Boah, das ist echt laut. Was ist das hier? Oh, steht da was dran? Das sind... Aha, Grafikfehler. Okay. Das ist nicht so prickelnd. Ja, das passiert. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Was? Ich hatte doch gerade was gehört. Stimmt, da war die Imkerei. Hier ist die Höhle. Ah, alles klar. Klarwasserhöhle entdeckt. Was haben wir für eine Waffe? Bogen. Okay. Dann gehen wir mal rein. Ja, bloß die Ladebildschirme sind nicht ganz so lang. Ja, gut. So. Dann gehen wir auch gleich mal in den Schleichmodus. Alter, das ist dunkel. Okay. Sorry für das Dunkel. Jetzt habe ich auch die Falle nicht gesehen. Dreck. Mist, die Kack. Okay, was haben wir für... Ach ja, stimmt, wir hatten ja die Feuerpfeile. Der war weg. Jaha. Quatsch, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Könnten wir noch... Wo ist denn das andere? Ach ja. Da ist noch einer. Aber der will gerade irgendwie nicht so richtig, wirklich. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Was hast du denn? Eisenpfeile? Ja gut, den Bogen kannst du behalten. Wo kam der denn jetzt eigentlich her? Ich denke mal, wir müssen das Elixier nicht ganz auf gut Glück finden. Ne, da unten ist es. Oh, Kiste! Was haben wir hier? Feuerschutztrank. Und das ist morgen. Morgenlufttrank. Okay, regeneriert Ausdauer. Aha. Okay. Das ist bestimmt. Aha. Korundung. Okay, wissen wir wenigstens schon mal, wo wir das herkriegen. Oh Gott, entschuldigt die Dunkelheit. Ja,
Wieder eine Falle, die ich nicht gesehen habe. Zack. Ah, immerhin Kohle. Kann man die Dinger nicht auch mitnehmen? Ja, gut. Immer schön einstecken. Man weiß nie, für was man es braucht. Kurz aufstehen, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Ich möchte jetzt unbedingt 2 Folgen aus der einen Quest machen. So. Was ist das? Das sieht aus wie Quecksilber. Oh je. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Feuerpfeile gleich nehmen können. Ja, das sieht gut aus. Okay, die haben es schön in sich. Ach, geh doch mal weg. Das ist nicht gerade günstig. Oh, was haben wir denn hier? Nimbus des Rätselhaften. Haben wir das nicht schon? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Diesen Set-Gegenstand. Ich glaube, ich horte auch viel zu viel. Ich sollte echt mal was verkaufen. Lehrling. Wir haben 17 übrig. Ah, gut. Wunderbar. Ring des Feingefühls. Schlossklappe. Haben wir die nicht auch schon? So einen ähnlichen zumindest? Ich würde echt schwören, wir haben den schon. Eisenschwert der Flammen. Das ist nicht so mein Ding. Einmal kurz pennen. Ihr kennt das ja schon. Leicht verletzt und so, kann man ruhig mal eine Stunde schlafen. Ja, da unten sehe ich schon unser nächstes Opfer. Unsere nächsten beiden Opfer. Jawoll, das ging doch mal gut. Aber trotzdem schieße ich die jetzt auch noch ab. Ja, da hätten wir sogar mehr zum Explodieren gebracht, eigentlich. Oh, lass mich raten. War das Ambrosia gerade? Ich habe leider nicht hingeguckt. Muss jetzt nochmal nachschauen. Jawollo. Was habe ich jetzt noch eingesammelt? Frost. Irgendwas habe ich gerade noch eingesammelt. So, Blitzschlag, mal schnell gelernt. Blitzrune beziehungsweise so. Also ich möchte das mit den Zaubern jetzt erstmal umgehen, bis wir das mit der Quest gemacht haben. Mit dieser Hauptquest. Das wäre mir echt schön lieb. Aber dieses Arkane-Fieber ist echt schön heftig. Ist auch noch eine Feuerpfütze. Öl oder was das ist. Eisenschwert, der hat nicht viel. Der hat bloß einen Beil. Gibt allerdings auch schon 6 Schaden, also von daher. Pfeile, Knochenmehl. Okay, also ich halte mal fest, die Höhle ist verdammt groß. Gut, für einen Dungeon möchte sich das auch schon lohnen. Behaupte ich jetzt mal. Ich geh einfach mal hier runter. Selbst mir zu finster. Wo ist die Fackel? Da. Okay, hier ist schon mal nix. Da ist eine Falle. Dann schärfen wir mal ganz flink. Hier unten irgendwas? Bin mir nicht ganz sicher. Magisches Symbol oder so? Ja, sorry für die Sucherei, aber ich möchte wenn schon gleich alles mitnehmen. Ne, gibt's nichts. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Flitzen wir mal.
Ah ne, da kommt man ja hier ran. Okay. Alte Gewohnheit. So. Wo sind wir jetzt? Wir waren jetzt hier. Okay. Ich glaube, die Fackel machen wir mal lieber wieder aus. Ich hoffe, das ist euch jetzt nicht zu einfach. Aber ich muss ja nicht immer jedes Mal sterben unbedingt. Finde ich jetzt auch nicht gerade prickelnd. Na komm, nehmen wir jetzt das Knochenmehl mit. Hier ist eine Pfütze. Hier ist noch eine Pfütze. Aha, da wartet schon jemand auf uns. Da ist eine Falle. Und eine Keule. Was passiert, wenn wir den Hebel ziehen? Erstmal nix. Okay. Ich würde jetzt echt mal interessieren, ob das Auswirkungen hat. Ne, hat's nicht. Ich dachte, er kriegt auch gleich mit Schaden durch die Explosion, aber... ist anscheinend nicht der Fall. Was hast du? Das Beil. Du hast ein Eisenschwert. Das brauchen wir nicht. Nehmen wir an, wir müssen in die Richtung. Na, komm schon. Und wir müssen tauschen. Wir hatten doch, hatten wir nicht ein Flammenschwert gefunden? Das würde ich jetzt echt gern mal testen, das Teil. Waffe, Waffe, Waffe. Waffen, halt eins weiter. Flair. Sieht sogar richtig nice aus. Cool. Schon wieder ein Zweihänder. Echt jetzt? Ach nee, hier. Das Teil. Und dann nehmen wir aber noch das Schild dazu. Ach komm, obwohl. Ihr wollt ja schließlich auch was sehen. Muss ich halt ein bisschen aufpassen. Nice. Schon mal nicht schlecht, das Teil. War ja gerade noch einer. So, du Sack. Will dich plündern. Achso, du hast nix. Hier schwebt ein Buch. Schlachtaxt beschwören, okay. Gibt's hier sonst noch was? Was ist das? Eisenhorn statt Lebenskraft. Jawoll. Was gibt's denn? Den muss ich mir gleich mal angucken. Also ich bin jetzt. So, da muss ich ja hier machen. Und so. Ja, der hat schon was. Sieht schon cool aus. Hops. So. Nehmen wir einfach mal. Was ist das? Kalter Blick des Rattenfängers. Set-Gegenstand. Okay. Essen ist nicht verkehrt. Nehmen wir mit. Ich hoffe, die Fackel überstrahlt nicht. Was haben wir hier? Alte Vagabundstiefel, naja, die nehmen wir jetzt nicht extra mit. Aber die Maske würde ich mir jetzt schon gerne mal angucken. Was ist die hier? Die verbessert eure Schwerrüstungsfähigkeit um 5 Punkte Einhand, verursacht 3% mehr Schaden. Festigt eure Lebensenergie um 8 Punkte Halter. Okay. Dann ziehen wir die doch mal an. Und gucken mal. Ach, wer kennt sie nicht? Die Drachenpriestermasken. Was? Alter, was?
Was war denn das bitte? Joho. Das Elixier trinken und Flasche zerschmettern. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ist hier hinten noch irgendwas? Bin dabei. Okay, hier gibt's nichts. Also das hat mich jetzt echt ein bisschen verjagt, muss ich zugeben. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ich möchte echt gern wissen, warum das hier so leuchtet. Ich bin mir noch nicht sicher, wir sind doch hier bestimmt noch nicht fertig. Ich würde jetzt echt gern noch hier runter gucken, was hier unten ist. Was? Boah, leckst mir am Arsch. Entschuldigung. Scheiß Fallen, ey. Ja. Euch kann ich überhaupt nicht leiden. Na, da kamen sie mir entgegengeflogen. Auch nicht schlecht. Na ja, komm, nimm mit. Okay. Ich nehme mal ganz schnell wieder die Fackel in die Hand. Also das Schwert gefällt mir, obwohl es jetzt standardmäßig aussieht, aber das Schwert ist cool. Kann man nichts sagen. Geht's hier lang? Nee. Okay, ich denke mal. Hebel ziehen. Passiert nichts. Ach, das war bestimmt für die Falle. Der Hebel. Okay, hier gibt es nur zum Quecksilber. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sind hier fertig. Und dann bringen wir mal das Elixier zurück. Mal gucken, ob wir dann... Ach so, stimmt, ich habe ja gesagt, ich möchte ordentliche Belohnung und nicht diesen Haufen alter Knochen. Ja, war vielleicht auch nicht ganz gesund, sage ich jetzt mal so. Im Eifer. War ja eigentlich nur ein Test, aber ich wusste nicht, dass die dann gleich so reagiert. Ja, ist jetzt egal. Wir werden sehen. Ich glaube, dann kann ich die Fackel jetzt aber auch ausmachen. Rüsten wir mal den Bogen aus, dann geht das automatisch. So. Ach ja, und ich habe schon wieder vergessen, meine Steam-List auf Offline zu setzen. So. Na komm schon. Ich höre was. Und es ist dunkel. Ich hätte die Fackel doch gleich anlassen können. Na gut. Also machen wir die Fackel wieder an. Sehen wir wenigstens ein bisschen mehr. Und dafür regnet es auch noch. Oh Gott. Ich hoffe echt, der Ton ist nicht so laut. Dass er mich auch noch ordentlich versteht. Ja. Wir sind noch richtig, aber ich glaube, wir müssen sowieso warten, bis es Tag wird, weil sie wird jetzt nicht mehr an ihrem Stand stehen. Aber dafür können wir ja schlafen. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Alter Zecke. Also was ich mich hier verlaufe, ist ja schon nicht mehr feierlich. Verschütteter Keller. Okay, ich würde sagen, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Ich komme auf jeden Fall hier wieder zurück. Aber jetzt möchte ich erstmal die Quest beenden. In dieser Folge noch. Dass ich mich hier dauernd verlaufe, ist ja schon nicht mehr feierlich. Ich hätte bloß hier abbiegen brauchen. Ja. So viel dazu. Ach, aber diese Ausdauer. Furchtbar. Lebensbäumchen? Der Saft der Pflanze wurde bereits... Oh, Scheißendreck.
Stimmt, wie gesagt, ich bin ja schon mal mit Jasper hier lang gelaufen. Da habe ich den bestimmt schon leer gesaugt. Mit meiner Gier nach Lebensenergie. Ups. Sorry für das Gestöhne. Aber das ist halt, wenn die Ausdauer am Ende ist. Muss dann vielleicht mal öfters aufpassen. Okay, ich würde, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie noch in ihrem Stand steht. Sie müsste jetzt hier sein. Da ist sie. Ups. Okay, sie sitzt noch vor der Schenke oder steht am Zäunchen. Hallöchen. Schreitet wohl. Ihr hattet recht. Erst euer Trank war wirklich in der Kaltwasserhöhle, Klarwasserhöhle, und er ist unversehrt. Hier, seht selbst. Zeigt. Oh Wonne, das ist er wirklich. Bei den Wogen des Kosmos, wie kann ich euch nur jemals danken? Ach ja, richtig, der Meisterschädel. Einen Moment, ich suche eine passende Ledertasche für euch. Ja, Meisterschädel. Ich sagte, ich will euren Meisterschädel nicht. Gebt mir etwas anderes. Irgendwas, das ich auch gebrauchen kann. Naja, ich würde sagen, wir nehmen ihn doch, oder? Okay. Aber gerne doch, ihr habt es euch verdient. Ihr... ja, das könnte klappen. Es gibt einen alten pyräischen Sternkreis in der Nähe der alten Dreiflusswacht. Geht dorthin und balanciert den Schädel beim Mondschein für eine Stunde auf dem Kopf. Echt jetzt? Das sollte euch helfen. Und okay. Nun schreitet wohl. Es war mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Okay, beendet. Okay, und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Kommentare. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Wird eben auch nicht jünger. Mit diesen Worten. Ciao, ciao.